Peace, Freunde, und willkommen zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns ein Video an, und zwar FIFA 23. Most shocking official cards on rating. Also, worüber man sich so denkt, what is passiert? Hä? So mäßig. Checkt ihr? Lasst gerne ein Like da, Freunde, für mehr Reactions. Kopf juckt, nicht mehr. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Als erstes Lewandowski. Hatte vorher eine 92er Bewertung. Jetzt einfach ein Downgrade bekommen. Auf 91. Ballon d'Or nicht bekommen. Downgrade bekommen. Man kennt ihn. 75 Pace nur noch. Downgrade for scoring 48 goals in 44 games. EA Sports. It's in the game. Lange hätte echt Gold sein können, oder? Minus 2 Downgrade is too much for him. 90 would be good. Ehrlich, 90 und ein bisschen mehr Pace. Was für 4 Pace Downgrade? Junge, übertreib. Die haben echt übertrieben mit den Downgrades. Ronaldo, Messi haben die komplett gebankt. Bro, 81 Tempo auf Ronaldo, 81 Tempo auf Messi. Ich weiß nicht, ob die Karten noch so OP sein werden wie sonst immer am Anfang von FIFA oder was dieses Jahr OP sein wird. Kylian Mbappé sowieso. Ich glaube, das wird die teuerste Goldkarte im Spiel sein. Van Dijk sowieso auch auf irgendwas anderem. Aber so Neymar, ja, könnte man bestimmt noch zocken mit 87 Pace. Aber Ronaldo und Messi, weiß ich nicht. Hier. Von 87 Pace auf 81 Pace. Digga, übertreib nicht, EA. Also for real. Normal, Ronaldo ist langsamer geworden. Haben wir alle gesehen. Sprintduelle, der verliert Sprintduelle, wo man sich so denkt, hä, was passiert da? Der ist ja tot langsam. Aber 81 ist hart, Digga. Drei Tore, drei Assists, ganze Saison, kein Downgrade bekommen. Ist wieder gewürfelt alles. Na, die lieben die Premier League, die lieben Engländer. Oh. 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 Tomori von 79 auf 84. Ich sehe schon die Starter-Teams vor mir. Tomori 86 Pace. Gib ihn. Stark. Alvarez ist jetzt bei City. Sollte 80 sein. Doch, ja, gehe ich mit. Bis jetzt kann ich viel aus dem Video bestätigen, beziehungsweise kann ich sagen, plus 1 fühle ich. Araujo, no pace upgrade on him, should be at least 85 pace. Digga, der kriegt ein fucking Upgrade von 77 auf 83 und EA denkt sich so, oh, wir lassen mal seinen Schuss upgraden. Boah, Bock richtig auf eine Innenverteidigerkarte. Oh, lass ihm mal ein bisschen mehr Passen geben. Ja, das reicht dann aber auch. Defense Physics, ja, ein bisschen vielleicht, aber auch nicht viel. Scheiß drauf. Lass die Karte einfach mal auf 83 machen, aber ihnen keinen Pace-Upgrade geben. Di Maria. Boah. 84 nur noch. Hart. Wir haben ja alle schon diese ganzen Karten gesehen, diese High-Rated-Karten, was die für ein Stat haben, was die für Stats haben, was die für ein Rating haben. Aber diese Low-Rated-Karten, die jetzt auch geleakt wurden, so, die wurden auch schon vorher geleakt, aber da hat sich niemand drum gejuckt. Sieht man jetzt, ne, so, was damit gemacht wurde. Ist auch interessant für die Leute, die nicht die ganzen High-Rated-Karten am Anfang bekommen können, weil die nicht so viel Geld ausgeben oder sowas in der Art, ne. Modric plus 1, aber Stats gleich geblieben. Hä? Sowas macht auch keinen Sinn. Dann gibt doch wenigstens überall plus 1, damit das so Sinn macht. Ja, lass mal Modric ein Rating-Upgrade geben, aber die Stats gleich lassen. Der fühlt sich zwar dann immer noch gleich an wie vorher, aber er hat ja mehr Rating, also vielleicht ist er doch trotzdem besser. Hä? Ja, okay. War auch ein bisschen verletzt und so. Hazard meinte doch diese Saison. Hazard und Bale wollen zurückkommen. Bin gespannt. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Touré, Golo. Golo, Golo. Boah, Junge, ich habe Karten gesehen, ne, in Marvel-Kooperation, die so gezeichnet wurden. Die sehen so geil aus, wenn man die im Pack hat. Ne, man dreht, glaube ich, völlig durch. Dann wird diese Konfetti-Kanone, wenn so eine Marvel-OP-Karte kommt, glaube ich, so gezündet.
Maris hätte, ja, hat wenigstens so mehr Schuss und so bekommen, immerhin. Oh, Mané bei Bayern, ne? So unfair, dass der sozusagen sogar ein Downgrade bekommen hat, ein leichtes. Das schon hart, weniger Pace, nur weil er zu Bayern gewechselt ist, was er für krasse Sachen bei Liverpool gemacht hat. Find ich nicht fair. Find ich wirklich nicht fair. Müller wird nie höher als 87, egal was der macht, Freunde. Geht nicht. Ihr denkt so, der Typ sieht aus wie ein Holzfuß, der kann nicht höher als 87 sein. Ramos einfach kein Walkout mehr, ne? Und das mitzuerleben ist schon hart. Dass Sergio Ramos, für uns alle eine Legende, Real Madrid, Digga, der Spieler gewesen, der Verteidiger gewesen. Und jetzt ist der Typ einfach kein Walkout mehr in FIFA. Bro. Bro. For real? Richarlison Downgrade. Hä? Auch minus 3, okay. Ja, Son ist einer, der kriegt auch kein Upgrade, obwohl der auch so gut für Spurs, für Tottenham gespielt hat. Bro, ich versteh's manchmal nicht. Ich will's verstehen, aber ich versteh's manchmal wirklich nicht. Es klingt nicht, ich will das in meinen Kopf kriegen. Könnt ihr mir erklären, wie das funktioniert? Wie kann das sein, dass Spieler, die, weiß nicht, bei in der Premier League 10 Tore geschossen haben, was eine gute Quote ist, das ist die Premier League, das ist eine schwere Liga, 10 Tore geschossen haben, was nicht schlecht ist, Downgrade bekommen oder so. Oder, weiß nicht, dass Spieler wie Mané, die krass bei Liverpool performt haben, nur weil die jetzt zu Bayern gewechselt sind und die Bundesliga ja so scheiße ist und Bayern deswegen so gut ist, hat man heute in der Champions League gesehen, Bayern gegen Barca, was Bayern wieder mit Barca gemacht hat. Der kriegt einfach ein Minus... Der kriegt Minus Pace. Ich versteh's nicht. Also, ich würde so gern da angestellt sein bei ihr. Ich würde so... Oh, ich werde auch nicht alles richtig machen. Klar, man kann nicht alles richtig machen. Aber wenigstens so in die richtige Richtung, so ein bisschen so... Was Sachen, die Sinn machen. Normal, ich kenne mich auch nicht mit, weiß ich nicht, holländische Liga aus, aber dann suche ich mir jemanden, der sich damit auskennt und der Plan hat, der Content Creator in Holland ist oder so und lass denen mir ein paar Tipps geben. Sowas. Sowas würde ich gern von EA sehen. Also, es ist gar kein Hate oder so an EA, das ist einfach nur so, ihr könnt mit uns Content Creator auch reden für solche Sachen. Wir helfen euch da gerne. Die wollen zwar keine Hilfe haben, das Spiel läuft ja auch so, aber ja, ich glaube, ihr fühlt, was ich sagen will, ne? So, man kann so die Community, gar nicht uns, gar nicht wir, ich weiß nicht, ich bin nicht der Beste vielleicht dafür, aber andere Leute und die Community, die können bei sowas krass helfen. Das hat man damals bei Fortnite gesehen, was da los war, weil Fortnite so krass auf die Community gehört hat. Boom, was die Community wollte, die haben es gemacht, zack, und dann hat die Community, Fortnite, yeah, Party. Ja, Freunde, lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da, da bin ich mal kurz aus mir rausgekommen. Sowas musste auch mal wieder sein, gar kein Hate an EA, ich küsse eure Herzen, ich liebe euch. Aber ein bisschen mehr Verständnis wollen wir alle als Community haben. Punkt. Peace.